einen wunderschönen was auch immer. Ob das hier wunderschön wird, ist noch eine ganz andere Frage. Wenn ihr das hier seht, dann hat die Aufnahme schon mal halbwegs funktioniert. Ich habe letztens an dem anderen Rechner eine Aufnahme gemacht, die war am Ende irgendwie völlig im Eimer. Ich sitze hier an einem alten neuen Rechner, also einem neu im Einsatz genommen, weil mein Notebook, was ich hier in meinem Baubüro hatte, hat komplett die Gerätsche gemacht. Deswegen habe ich auch so lange nicht mehr gestreamt, was Noppensteine betrifft. Jetzt habe ich hier einen Rechner, der hier rumstand und den ich eigentlich mal ursprünglich benutzen wollte für diese Sachen hier, die ich hier mache. Das funktionierte dann nicht, dann habe ich aufgegeben, dann habe ich das Notebook benutzt, das alte. Das ging dann, das geht nicht mehr. Jetzt habe ich wieder diesen Rechner benutzt, versucht und es läuft eigentlich alles. Dann habe ich nur einen saublöden Fehler gemacht und deswegen ist mein Handy, meine Handykamera, die hier von oben den Tisch filmt, das Handy ist komplett auf 0% leer gesaugt worden heute. War ein dummer Fehler von mir. Lösung ist in Sicht. Ich habe auch für heute erstmal eine Lösung. Genug vorweg gebabbelt. Es geht um den Review des 16-Zylinders. Und wie es immer bei mir so Sitte ist, erstmal Browser. Eigentlich funktioniert mein Stream Deck, aber ich traue dem Braten im Moment nicht. So, da wäre mein Bildschirm. Also, das Thema Mold King und die Motoren ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, geht einfach darum, es gibt den 10087, den L, also auf Deutsch sagen wir Reihenmotor. Reihenmotor, Vierzylinder. Vier Zylinder in einer Reihe. Und da gibt es halt das große Modell, was technisch sehr exakt ist. Was auch nicht die klassischen Motorkomponenten benutzt, sondern da werden halt große Felgen als Kolben benutzt und so weiter und so fort, um überhaupt auf diesen Maßstab zu kommen. Hat der Held ein schönes Video drüber gemacht. Haut mich nicht so vom Hocker. Dann gibt es den kleinen V8-Motor. Den habe ich ja gebaut. Vor kurzem noch. Steht da unten. War schon ganz cool. War nur in seinen Möglichkeiten. Das ist jetzt das Handy, was sich hier meldet. Das schiebe ich mal hier zur Seite. Das ist, weil das Handy hier lädt und immer wieder die Verbindung zum Rechner aufbaut. Akku wird geladen, 0%. Ich lasse es mal hier weiter liegen. Den V8 habe ich gebaut. Der benutzt den echten, also die echten Lego-Komponenten, die für Motoren gedacht sind. Und macht daraus einen V8-Motor. Und ja, so weit, so gut. Lockert ein bisschen die Abstände auf. Ne? Dadurch wirkt der Motor größer. Deutet aber sowas wie eine Nockenwelle, wird nur angedeutet. Weil dafür ist der Maßstab dann wieder nicht groß genug. Aber ganz schick mit silbernen und transparenten Komponenten, wie man hier sieht. Dann ist mir neulich über den Weg gelaufen ein W16, also ein 16-Zylinder W-Motor. Und den habe ich gesehen und gesagt, haben. War auch irgendwie zum Sonderangebotspreis, also nicht zu dem hier. Ist vom Maßstab oder von den verwendeten Komponenten wie der V8, benutzt also die Original-Lego-Motorenkomponenten, was Kolben und Zylinder angeht. Ja, hier kommt jetzt wieder das Handy. Wisst ihr was? Ach nee, das Handy lädt am Rechner. Deswegen kann ich es hier nicht abziehen. Ich könnte es ausschalten, damit es im ausgeschalteten Zustand lädt. Das mache ich mal kurz. Es ist heute leider ein bisschen ausschalten. Und jetzt lädst du bitte im ausgeschalteten Zustand. Ich würde es ja gerne... Das Blöde ist, ich habe hier kein Netzteil. Das heißt, ich kann es nur am Rechner laden. Ich habe auch einen gepowerten USB-Hub, aber für den gepowerten USB-Hub habe ich keine Steckdose mehr frei. Ihr merkt, das ist hier alles noch in progress. Wieso machst du hier düdelüt? Bitte lade dich.
Er sagt immer noch 0%. Wahrscheinlich, weil da zu wenig Saft rauskommt. Egal. W16 Motor. Auch wieder transparente Komponenten, silberne Komponenten. Alles sehr schick. Gucken wir uns gleich an. Habe ich ja gebaut. Aber was mir neulich noch über den Weg gelaufen ist, es gibt von Moltking einen großen V8. Es ist quasi der L4 vom Maßstab, würde ich sagen, als V8. Ich finde interessanterweise dieses Set nicht auf der originalen Moltking-Seite. Also wenn du bei Moltking, können wir ja mal machen, wir geben, ne? Das ist offensichtlich der 10-13-10, wir geben das bei Moltking an. Das hier ist ja der 10-13-1. Würde ja von der Nummer passen. Aber wenn ich hier 10, 13, 0, also ihr wisst, findet er nicht. Und das, sagen wir mal, ist merkwürdig. Also Moltking selber bietet den großen V8 nicht mehr an. Der W16 ist mal wieder out of stock. Der ist nämlich brandneu, würde ich mal behaupten. So neu, dass die Anleitung noch nicht mal online ist. Eigentlich, ne, wird ja bei Moltking die Anleitung hier gleich präsentiert. Dauert aber ein bisschen. Das Ding hier, denke ich so, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich Bock drauf. Das ist nämlich dann ein großer V8, aber ich habe im Moment keinen Bock, über 100 Euro auszugeben. Ist zwar minus 15%, aber im Moment nein. Hier seht ihr nochmal. V4 ist doch Quatsch. Das ist Quatsch. Also L4, V8, W16, V8 groß. Ich kann ihn mir mal auf die Wunschliste packen. Geht aber noch weiter. Ich habe hier nochmal geguckt bei Merlin Steine. Also der sagt auch, ja, Release 2024. Und es gibt ihn bei Amazon Bluebricks nicht. Ist ja grau, Barweir, also man kriegt den schon gekauft. Aber nicht auf der Moltking-Seite. Und wer sagt, oh, Motoren, alles langweilig. Ich will was. Ich bin mehr Flugzeugfan. Tata, dem kann geholfen werden. Es gibt eine Flugzeugturbine. Eine Motorized Turbine Engine Building Set. Ist schon wieder ein bisschen teurer. Ich habe nicht geguckt, was es woanders kostet. Offensichtlich mit Gold und Silber, also sehr schick, was die Farben angeht, und auch motorisiert. Und wenn wir uns hier den Akkublock angucken, dann scheint das auch ein ziemlicher Trumm zu sein. Ne? Würde ich mal so sagen, so größentechnisch sieht das ziemlich heftig aus. Sind ja auch über 2000 Teile. Nichts für mich. Also ich finde es einfach nicht spannend, aber wer so mehr flugzeugaffin ist, deswegen wollte ich das nochmal zeigen. Jetzt, ich habe beim Bauen wieder die Begriffe alle durcheinander gebracht. Also wir machen jetzt nochmal mehr für mich, nochmal kurze Teilelehre. Motor. Und es geht jetzt wirklich nur um einen Zylinderkolben, um einen Zylinder, einen einzylindrigen Motor. Ich bringe die Begriffe immer wieder durcheinander. Unten ist die Kurbelwelle. Wichtig, Welle, Kurbelwelle. Dann kommt die Pleuel Stange. Ich habe, glaube ich, mal den Begriff Pleuelwelle geschaffen. Dann kommt der Kolben, der ja im Zylinder sich befindet. Die Begriffe schmeiße ich auch gerne mal durcheinander. Dann kommen die Ventile. Und die Ventile, die werden gesteuert durch die Nockenwelle. So, also immer unten eine Welle, oben zwei Wellen, weil Einlass-Auslassventil. Also Kurbelwelle, Pleuelstange, Kolben, Ventile, Nockenwellen und irgendwo eine Zündkerze. Da komme ich nämlich immer gerne durcheinander. Das ist jetzt mehr für mich. Nun zum Thema. Wir hatten VL-Motor, kann man sich vorstellen, alle Zylinder in einer Reihe. V-Motor, zwei Reihen, die in einem gewissen Winkel angeordnet sind, damit sich ein V bildet. Was ist nun W-Motor? W-Motor in der einfachsten Form sind drei Zylinder. Drei Zylinder mit einer gemeinsamen Kurbelwelle, wie man hier sieht. Ob das dann ein W ist, kann man drüber diskutieren. Gibt
bekannte Firma scheint, oder mit die erste ist Napier. Das ist ein ziemlicher Trumm. Das ist ein 12-Zylinder-W-Motor, weil es sind halt, also letztendlich sind es drei L4 oder R4-Motoren, einfach zack, zack, zack. Ich sag mal, die Fortsetzung davon wäre dann irgendwann ein Sternmotor. Also wenn man einfach einmal so im Kreis die Motoren anordnet, hat man einen Sternmotor. Das hier ist natürlich schon ein bisschen abgefahrener. Das ist ein Doppel-V-Motor. Ob das nun W ist, können wir darüber diskutieren. Aber das Interessante ist, eine gemeinsame Kurbelwelle, wo da noch ein bisschen getrickst werden muss, um diese, seht ihr ja, da dreht sich halt so ein Winkel in der Mitte. Die gibt's, kann ich leider nicht viel größer machen. Dann gibt es W8. Ne? Das ist ein Doppel-V-Motor mit zwei VR4-Zylinderbänken. Dann gibt es hier ein W12. Der W12 basiert auf zwei VR6-Motoren. Also ich weiß nicht, was mit VR6, also wahrscheinlich ein Sechszylinder-V-Motor, also drei und drei in V und davon zwei, und die werden dann irgendwie zusammengeklöppelt. Da habe ich leider keine schöne Schnittzeichnung gefunden, wie ich mir das vorstellen muss. Und vor allen Dingen, ob die eine gemeinsame Kurbelwelle haben oder nicht. Ne, weil der VR, hier der Passat hatte ein W8, das waren zwei VR4. Also was ist ein VR4? Sind das 4 und 4? Ja, doch, das sind 4 und 4. Es ist mir nicht so ganz klar. Hier ist dann jetzt das Entscheidende, glaube ich, für dieses Set ist der W16-Motor. Also das, was wir gleich uns angucken, ist definitiv ein W16. Und da geht es ja darum, naja, wie mache ich jetzt ein W16? Und hier wird gesagt, W16 ist eingebaut im Bugatti, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Veyron, den es ja auch als Lego-Set gibt. Das ist ein Doppel-VR-Motor mit zwei VR8-Zylinderbänken, 15 Grad Zylinderwinkel. Durch diese Anordnung der Zylinder gelang es, einen platzsparenden 16-Zylinder-Motor mit fast 8 Liter Hubraum. Der Motor ist mit vier Abgasturboladern ausgestattet. Das ist nochmal wichtig, deshalb heißt er 16.4. Genau. Der Motor alleine wiegt mehr als 700 Kilo. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass die Zylinder sozusagen so aneinander vorbeigehen oder so. Wir gucken nochmal kurz hier Abgasturbolader. Abgasturbolader sind so runde Dinger, weil da wird der Abgasstrom wird quasi an so einem, ich glaube, an so einer Art Turbine, deswegen Turbo. Und diese, also der Druck der Abgase, also die Abgase werden ja aus dem Motor rausgedrückt. Und dieser Druck, den man dann hat, der wird benutzt, um wiederum sag ich mal, ein Schaufelrad anzutreiben. Und diese Drehbewegung wird wieder benutzt, um noch mehr Benzin-Luftgemisch in den Motorraum zu pressen, um noch mehr Leistung zu erzeugen. So habe ich das verstanden. Also Abgase, der Abgasdruck wird benutzt mit Hilfe einer Turbine, um noch mehr Luft-Treibstoff-Gemisch. Genau. Genau, hier Verdichter. Turbine. Deswegen Turbo. Turbolader, weil diese Verdichtung wird als Motoraufladung bezeichnet. So. Ich habe nochmal auf Englisch geguckt. Da gibt es jetzt nicht, da ist witzig hier so ein W3-Zylinder, also wirklich nur drei Zylinder angeordnet wie ein W. Okay, kann man machen. Und W6, W8, hier ist wieder so ein Napier, W12, also 3x4 Zylinder. Und hier hatten wir schon W24. Okay. Also, das ist schon okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie gesagt, da hört es dann langsam drauf. Hier ist nochmal der Anzani alleine, also dieser Dreizylinder-W-Motor.
W18, hier geht es nochmal um den Volkswagen W18, aber das ist halt viel technische Daten, nichts Anschauliches. Hier ist wieder ein Napier. Ist hier noch was? Das ist der Bentley W12. Also 2W6, V6. Und das ist jetzt der Bugatti. Der Bugatti, wir sehen hier unten auf dieser Seite, das sind, glaube ich, die beiden Turbolader. Hier unten an der Seite. Hier ist irgendwie so ein sowas Herausragendes. Das muss man sich mal merken. Also da ragt irgendwas aus dem Motor raus. Hier an der Seite sind so runde Dinger. Hier sind so silberne Flächen. Ich gucke mir das fertige Modell an. Und dann sind hier oben so Kästen. Genau. Und das ist dann der berühmte Bugatti, von Volkswagen gebaute Bugatti W16 Motor. Ich sagte ja, es gibt den, ach nee, das ist der Bugatti Chiron, nicht der Veyron. Egal, entscheidend ist, in dem Bugatti, ich kann es auch nicht aussprechen, ist auch ein W16 Motor. Und dieser W16 Motor, wie man hier sieht, ist hier 8, also 4 Zylinder in Reihe, hier 4 Zylinder in Reihe, von der anderen Seite auch. Und ich habe mir die Bauanleitung angeguckt. Dieses Konzept eines W16 ist das Konzept aus dem Mold oder das Mold King übernommen hat. Also dieses Konzept, was wir uns nachher genauer anschauen, ist auch in Lego drin. Das Entscheidende ist, also was man natürlich schwer hinkriegt, ist, dass, was weiß ich, so, dass die so ineinander greifen, die Zylinder. Ne, dass zwischen den Zylindern Lücken sind, die dann durch die anderen Zylinder gefüllt sind. Also dass die so, ja, wie soll ich sagen, wie so Finger, die ineinander sich verschränken. Das kann man natürlich nicht machen. Aber auch, aber hier ist es halt so, so geht es nicht, man kriegt die nicht alle an einer Kurbelwelle fest. Und da schummelt sich Lego so ein bisschen drumrum und Mold King auch. Es hat aber mal einer gezeigt, dass es geht. Und zwar schreibt er eben, das ist sozusagen der echte W16. Bei dem ist es wirklich so, dass alle 16 Zylinder auf eine Kurbelwelle gehen. Das Schöne ist, die können wir uns mal runterladen, die Anleitung. Ich habe da noch gar nicht vorher dran gedacht. Und hier sehen wir halt schon diese Konstruktion und da sagt man so, okay, also alleine die Kurbelwelle sieht schon abgefahren aus. Und dann muss er hier nämlich auch tricksen mit solchen Konnektoren, was man ja normalerweise nicht hat. Da kommen dann die klassischen VW-Kolben drauf. Dann nimmt er die klassischen VW-Zylinder, aber mit dem Abstand dazwischen. Dann werden die da so aufeinander gesteckt und die sind jetzt auch zueinander leicht verschoben. Und dann baut er hier halt so eine, ja, so eine Motoraufnahme. Sehr abgefahren. Ja, dann hat er quasi die beiden Zylinder rein und dann baut man zwei weitere Zylinder rein. Ja, und fertig ist der Lack. Und das ist ein W16. Ich glaube, sehr viel näher kommt man dem echten W16-Motor nicht. Entscheidend, alle greifen auf dieselbe Kurbelwelle zu. Und das ist halt bei Mold King leider nicht so. Gut, dann habe ich hier noch ein Video. 5 Pieces Lego doesn't make, but should. Und das Interessante ist, hier sind Teile, so ein ähnliches Teil taucht in diesem Mold King Set auf. Deswegen wollte ich dieses Video nochmal auf dieses Video verweisen. Jetzt kommen wir langsam zu meinem Problem. Und zwar das Problem ist, dass mein Handy alle ist, mit dem ich eigentlich immer schön von oben filme. Es lädt auch nicht wahrscheinlich, weil einfach der PC zu wenig Saft raushaut. Das Gute ist, ich habe auf die Schnelle noch meine alte Orki-Kamera zum Laufen gekriegt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich schalte mal einfach um. Mutig wie ich bin. Ihr seht das Bild der Orki-Kamera.
Ihr seht den Monitor, ihr seht meine Arbeitsplatte. Und jetzt müssen wir aber mal gucken. Ihr sollt ja jetzt auf die Anleitung gucken. Da schalte ich noch mal kurz auf mich, damit ihr nicht so seht, nicht davon so irritiert werdet, was ich hier jetzt mache. Weil jetzt werde ich die Hockey-Kamera. Das wird jetzt ein bisschen komisch. Wenn die im Bild ist, dann ist das halt so. Wichtiger ist jetzt, dass ihr die Anleitung seht, weil die muss ich euch zeigen. Das Schöne ist, ihr habt gesehen, da ist ein Ringlicht drum. Wir sollten sehr schönes Licht haben. Ich schalte jetzt wieder um auf... Boah. Ist doch okay. Ich weiß, es flickert ein bisschen. Ich gucke mal kurz, ob die Orkey-Kamera eine Flicker-Unterstützung hat. Video konfigurieren. Es ist Flackern aktiviert. Also nicht Flackern ist aktiviert. Gut, da müssen wir mit leben. Also. Jetzt gucke ich hier durch das Ringlicht. Okay, fangen wir mal. Nee, Leute. So kommen wir nicht ins Geschäft. Ich weiß. Das Problem hatte ich früher auch mit der Kamera. Das kriege ich, glaube ich, hin. Video konfigurieren. Kamerasteuerung. Ah, automatisch. Jetzt habe ich die Belichtungsautomatik ausgeschaltet. Jetzt ist es nur viel zu hell. Aber gegen zu hell hat der liebe Gott uns ja den... Ich mache einfach das Ringlicht dunkler. Oh, ich bin ja einigermaßen begeistert. Gut, es ist heute alles etwas improvisiert. Gut, mache ich. Moment. Ein bisschen schräg. Schräg im wahrsten Sinne des Wortes, was ich hier mache. Gut, öffnen Sie die Tüten. Testen Sie den Motor. So, und dann kommt der erste Bauabschnitt. Und man denkt, holla, die Waldfee ist ja schon eigentlich der ganze Motor. Stimmt. Was hier nicht erklärt wird oder nicht zu sehen ist, in den Tüten vom ersten Bauabschnitt sind unheimlich viele Teile, die viel, viel später erst benötigt werden. Also nicht wundern, wenn ihr mit dem ersten Bauabschnitt fertig seid und habt noch zig Teile übrig. Wir sind nämlich wieder bei dem, und das sehen wir hier, wir sind wieder bei dem berühmt-berüchtigten Thema Lego schützt Teile durch, ist das Design, 3D-Mark, ich vergesse es immer, wie es heißt, aber Lego hat ja manche Teile schützen lassen, über so einen komischen Trick, nenne ich es mal, und deswegen muss Mold King sowas Simples wie so ein T-förmigen Liftarm muss Mold King zerlegen in das Teil und dann muss man die beiden, und das machen sie ein bisschen umständlich, sie sagen nicht, nimm das Teil, baue es hier an, sondern die sagen dann, nimm das Teil, hau einen Pin rein, hau hier zwei Pins rein und dann baust du es an. Und das ist mir zu doof. Ich habe erstmal diese ganzen getricksten Teile, die habe ich erstmal alle zusammengebaut. Das waren solche Teile, das waren andere Teile auch noch. Ich versuche mal dran zu denken. Wir werden es ja sehen beim Durchblättern. Also wie gesagt, in den Tüten vom ersten Bauabschnitt sind unheimlich viele Teile, ich nenne sie mal Trickteile. Und die kommen aber teilweise erst später. Genau, dann baut man hier eine sehr interessante Konstruktion. Hier ist wieder so ein T-Teil, was man zusammenbauen muss. Interessant ist wieder... Also hier zum Beispiel haben sie einen schönen grauen Dreier-Pin mit Stopp. Aber ansonsten ist es wieder Pinseuche, nenne ich es mal. Also ich gebe euch den Tipp, holt euch schwarze Pins. Weil diese blauen Pins, also die Achspins und die Dreier-Pins, das sieht nicht aus. Es ist so schön, das Set. Es hat Silber, es hat Transparent, es hat alles schön. Besorgt euch schwarze Pins und schwarze Zweierachsen. Weil die würde man sonst auch sehen, die roten. Gut. Genau, und dann bauen wir uns hier, das sieht man, ist eigentlich ein ganz normaler
ja, eine ganz normale Pleuel. Nein, ich sage schon wieder Pleuelwelle, Kurbelwelle. Das ist eigentlich eine ganz normale Kurbelwelle, wie man sie kennt. Allerdings nur bei einem normalen Motor würden zwei Pleuel hier jeweils in eine Lücke kommen. Deswegen schlackern die hin und her. Eigentlich würde man zwei reinpacken. Zwei Pleuel. Ach so, und das sieht man leider im fertigen Modell fast gar nicht. Die Zylinder sind Gold. Also goldfarben. Wie gesagt, sieht man am Ende nicht mehr so richtig. Trotzdem schön, dass sie die nicht einfach nur light bluish gray gemacht haben. Wie gesagt, hier die Teile sind standardmäßig gelb bei. Der Grund, weshalb hier nur die halben oder nur die Hälfte der Pleuelstangen zum Einsatz kommt, es ist halt ein L-Motor. Wir bauen eigentlich einen Reihen-4-Motor. Erstes. Dann bauen wir einen V8-Motor. Der hat seine Kurbelwelle. Der V8-Motor hat seine Kurbelwelle. Weil es ein V8 ist, werden natürlich immer zwei Pleuel zwischen zwei von diesen tenfarbenen Elementen eingesetzt. Hier haben wir dann die 8 Zylinder. Wir haben hier wieder unsere goldenen Zylinder. Kolben, Zylinder. Weil wir bauen hier, wie gesagt, ein V8 mit einer Kurbelwelle. Der kriegt dann hier auch die klassische Halterung, die man kennt, wenn man schon öfter mal ein V8 gebaut hat. Und dann baut man noch einen Reihen-4-Motor. Also das hier, es ist halt derselbe Konstruktionstrick wie beim Bugatti Chiron. Es ist kein echter W16. Es ist ein V8 mit einer Kurbelwelle und zwei R4-Motoren mit jeweils einer Kurbelwelle. Und im Endeffekt haben wir dann hinterher drei Kurbelwellen. Und das ist ein bisschen, da hat Moltking sich halt das genauso einfach gemacht wie Lego, obwohl es bei Rebrickable jemand schon hingekriegt hat, das richtig zu machen. Ist mir erst hinterher aufgefallen. Hier kommen dann so gelbe Achsen mit gelben Konnektoren und diese gelben Achsen laufen hier so in der Lücke zwischen. Also das ist ja quasi eine Zylinderbank V8 und das ist eine Zylinderbank R4. Und dazwischen kommt eine Achse. Das soll, glaube ich, so ein bisschen Nockenwelle sein. Wobei natürlich eigentlich jeder von diesen Reihen bräuchte eigentlich zwei Nockenwellen. War ja jeweils, das kann man natürlich in diesem Maßstab nicht machen, aber ich frage mich, was soll diese Achse in der Mitte? Eigentlich müssten es zwei Achsen sein, eine hier längs, eine da längs und das wäre noch falsch. Und das Problem ist, auch diese Achse sieht man hinterher gar nicht. Sie soll eine Nockenwelle sein. Genau, hier wird auch, es werden hier sehr interessante Konstruktionen gebaut. Hier sind auch wirklich dann. Die Teile sind immer schön in den Farben, was die Pins wieder umso ärgerlicher macht. Es kommt hier, glaube ich, auch dieses, war hier auch dieses Kanongrau, kommt hier, glaube ich, auch zum Einsatz, was ich sehr schön finde. Und dann haben wir wieder transparente, ich würde sie nicht trans-clear, ich würde sie opak-clear, matt-clear, pearl-clear. Also sie sind so leicht rau. Sie sind nicht komplett transparent, was halt sehr ärgerlich ist, weil man dadurch gar nicht mehr die schönen goldenen Zylinder sieht. Zylinder? Zylinder sieht. Die Kolben sind gelb. Man sieht die schön goldenen, man kann es erahnen. Also die Dinger wäre schön, wenn die richtig transparent wären. Sie sind aber milchig. Diese schwarzen Dinger da oben drauf. Weiß ich nicht. Also eigentlich hat man einen Öldeckel und nicht so viele. Dann kommen hier so auch in Gelb, also dieses Gelb, weil ja auch diese Achsen, die man jetzt, wie ihr seht, schon gar nicht mehr sieht, gelb sind. Gelb soll hier, glaube ich, so eine Designfarbe sein. Und dann, das finde ich sehr schön. Das Problem bei dem V8 war ja, da wird ja mit einer Kette gearbeitet, weil da gibt es ja auch die Kurbelwelle und es gibt so imitierte Nockenwellen und da muss ja, wenn
Bewegung übertragen werden und das wird mit Ketten gemacht. Und da habe ich ja so mein Problem mit diesen filigranen Lego-Ketten. Hier wird erfreulicherweise mit solchen Gummibändern gearbeitet. Und das funktioniert auch. Ich habe da, glaube ich, irgendeinen Mist gemacht, deswegen funktionierte es erst nicht, aber hinterher funktionierte es. Das fand ich ganz schön. Ja, und dann wird hier noch so ein Riesenrahmen oben drauf gepackt. Und dann war wieder so ein Punkt, also dann seht ihr, hier ist die Tüte 2. Hier ist der erste Bauabschnitt zu Ende. Und was man auf dem Bild nicht sieht, dieser Riesenrahmen wabbelt hin und her, ist komplett locker und instabil. Und dann kommt die Tüte vom zweiten Bauabschnitt und man baut dieses Teil an und danach ist der Rahmen fest. Und das ist wieder so ein... Und dann bauen wir was ganz anderes. Und das ist wieder so der Punkt, wo ich sage, Moldking, ernsthaft, ihr kriegt das nicht gebacken, wenn hier... Warum ist das nicht noch im ersten Bauabschnitt? Das muss mir mal jemand von Moldking erklären, warum dieser Schritt 81 nicht noch im ersten Bauabschnitt ist, weil es wäre... Wie gesagt, der Rahmen ist labberig, bis dieses Teil angebaut wird und dann geht es mit was ganz anderem weiter. Das wäre viel logischer, dass hier der zweite Bauabschnitt beginnt. Na gut, hier habe ich, glaube ich, hier werden so diese neuen Panels, neu sind sie auch nicht mehr zusammengesetzt, mit Rot. Da habe ich dann Rot genommen, weil man es eh nicht sieht. An anderen Stellen habe ich Rot nicht genommen, nämlich hier, das sieht man jetzt nicht mehr. Also sozusagen am Ende, hier habe ich Schwarz benutzt, weil hier seht ihr, da sieht man das rote Pluszeichen. Hier habe ich schwarze Zweierachsen benutzt, hier habe ich die roten benutzt, weil es eh egal ist und ich habe nicht so viele schwarze Achsen. Hier, ne, am Ende, blaue Achspins, habe ich schwarze Achspins benutzt, damit hier nicht der blaue Pinkopf rausguckt. Und hier habe ich, ich brauche es nicht jedes Mal sagen, denkt euch alle blauen Pins durch schwarze Pins ersetzt vor. Hier baut man dann etwas, wo ich sage, Moldking, hast du denn... Ihr müsst nicht die schlechten Sachen von Lego nachmachen. Was soll das? Blau, grün, orange. Hä? Das Gute ist, man sieht es hinterher nicht mehr, aber ich frage mich, was zum Henker soll das? Das ist jetzt auch nicht so komplex, dass man da Hilfe braucht. Dieses Teil hier, ich habe überblättert, dann kommt hier noch Weiß. Und dieses Weiß sieht man auch noch von außen. Ich weiß nicht, was das soll. Warum haben sie hier außen Weiß? Weil da kommt so Rauchglas, also ganz trans black, aber ganz wenig black im Transparenten, so dass man das Weiße dahinter sieht. Warum haben sie das nicht auch? Also das hier, das seht ihr, sieht man hier nicht, dass es alles Silber, Pearl Silver, irgendwas Dunkelsilber. Aber dann nehmt doch hier wenigstens Light Bluish Gray für die Dinger. Ach so, die Dinger, das sieht man hier, das sind auch die 2/3 hohen. Ne? Also das ist nur ein 2/3 hoher Brick, wo man eine Plate untersetzen muss, damit er dann auf die Höhe von einem normalen Brick kommt. Das ist auch so eine Umgehungstechnik. Hier. Das ist auch so eine Umgehungstechnik. Wir haben hier, also das ist dieser Slope. Curved Slope 1x2 heißt der, glaube ich. Und den dürfen sie auch nicht verkaufen oder nicht so in ihre Sets packen. Also machen sie den quasi als Rahmen. Ich weiß nicht, was die Kamera da macht, wenn ich so... Und dann gibt es eine ganz filigrane, sehr dünne, gebogene Platte. Die ist wirklich dünn und die muss man dann hier in den Rahmen reindrücken, damit man am Ende diesen Curved Slope hat. Und da denke ich ernsthaft. Gut, sie können ja nichts dafür, aber mir fällt auch keine andere Lösung ein. Aber ich habe das auch schon beim Bauen gesagt. Wenn das noch schlimmer wird, dann habe ich bald keine Lust mehr, diese Sets zu bauen. Dann hat Lego gewonnen. Oder ich kaufe mir nur noch alte Moldking-Sets, weil die neuen Moldking-Sets haben das. Die alten nicht.
Vielleicht ist deshalb auch das 10-13-0, also der große V8-Motor, vielleicht gibt es den im Moment nicht beim Moltking offiziell, weil sie vielleicht da gerade dabei sind, Teile auszutauschen. Vielleicht haben sie den konzipiert und erstmal rausgebracht ohne Trickteile und jetzt sagen sie, Mist, wir müssen den mit Trickteilen ausstatten. Ich weiß es nicht. Das spräche dafür, ihn jetzt schnell zu kaufen. Genau. Was eine ganz bescheidene Konstruktion ist, ist die hier, das sieht man hier nicht. Dieser Slope, das ist ja nicht Curved Slope, sondern einfach so ein schräge, 1x2, hängt nur an einer Noppe. Leute, Moltking, dafür ist die Klemmkraft eurer Steine nicht gut genug. Also man muss höllisch aufpassen, dass man nicht dagegen kommt, dann floppt einem das runter. Also diese eine Noppenkonstruktion, die kann Kobi machen und Lego vielleicht auch, aber besser nicht. Genau. Ja, das Ding baut man zweimal. Dann kommen hier Zahnräder drauf. Wie gesagt, was wollte ich sagen? Die gelben Dinger sorgen, die verbinden die Kurbelwellen mit den Nockenwellen. Dafür sind die gelben. Und dieses Zahnrad verbindet irgendwie die Kurbelwelle vom V-Motor mit einer Achse unten. Das ist die, die auch angetrieben wird. Und auf der gegenüberliegenden Seite sorgen Zahnräder dann dafür, dass die Drehung der einen Kurbelwelle auf die anderen Kurbelwellen, Entschuldigung, übertragen wird. Okay. Hier. Das ist auch so ein Teil. Das sind diese Liftarme, die um 90 Grad versetzte Pinholes haben und die werden in zwei Teilen geliefert und müssen dann zusammengedrückt werden. Und die sind auch alle in der Tüte vom ersten Bauabschnitt. Sind diese Dinger alle drinne. Könnt ihr zusammenbauen, zur Seite packen für den zweiten Bauabschnitt. Genau. Ja, also eigentlich habe ich ja schon vorhin angedeutet, nach dem ersten Bauabschnitt ist der pure Motor fertig. Und dann wird drumherum gebaut. Werden oben diese Dinger drauf gebaut mit der eingebauten Farbenseuche, die man zum Glück nicht sieht. Hier wird noch was gebaut, an den Seiten, unten werden Sachen angebaut. Ein Teil davon ist halt vom Original inspiriert. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Ach so, hier vorne, das ist das Ding, was ich vorhin beim echten Bugatti-Motor, wo ja auch vorne der Motor hatte, am Motorblock unten war auch so eine Nase. Einfach so eine Vorwölbung. Und das soll, glaube ich, dieses Ding sein. Es hat keinerlei Funktion. Ach so, ich hatte wieder ein kleines Problem. Hier, dieses L-förmige Ding steckt hier, das ist ein Achspin. Der Achspin steckt hier in dem Connector und hier in dieser gewinkelten Hülse. Und ich habe den blauen Pin durch einen meiner schwarzen Pins ersetzt und wir hatten ja schon mal das Problem bei der Murmelbahn. Meine schwarzen Pins haben nicht so viel Grip wie die blauen Pins. Und hier ist es so, dass der blaue Pins dieses Ding in Position halten soll. Bei mir floppte das immer runter. Hier steht es nicht wie eine 1, weil waagerecht, nicht senkrecht. Hallöchen. Und nun ist es so, dass dieses Teil wird hier angesetzt und endet, also dieser Connector hier steht genau auf einem Pinhole. Und ich dachte, ach, hau da einfach einen Achspin und Problem, das Pinhole ist zur Hälfte von der anderen Seite mit einer Achse gefüllt. Also da steckt so eine Achse, aber halt nur zur Hälfte drinne. Und dann habe ich etwas gemacht, das dürft ihr niemandem erzählen. Ich habe einen blauen Achspin genommen und habe von der Pin-Hälfte die Hälfte abgeschnitten. Ich habe mir quasi ein anderthalber Pin gebastelt. Und jetzt steckt er da drinne
und das Modell erfreut sich bester Gesundheit. Und ich musste keinen blauen Pin benutzen, nur wegen des Grips, weil man dann hier diesen blauen Pin sehen würde. Und das wollte ich nicht. Gut, dritter Bauabschnitt. Der Motor kommt, natürlich auch der Akkublock. Auch hier dieser, ich nenne ihn Doppel-T. Auch der muss zusammengebaut werden. Jetzt, da kommen hier diese Felgen und so zum Einsatz. Das wird hier vorne links und rechts. Gehört wohl auch irgendwie zum Motor. Dann haben wir einen schönen weißen Propeller, so als Kühlerventilator. Hier kommen noch so ein paar Deko-Elemente, also Zahnräder als Deko-Elemente. Und dann kam hier orange Pins. Das ist genau die Art Pin, die wir vorhin hatten in hellgrau. Und aus irgendeinem Grund fand Moltking das witzig, die orange zu machen. Diese ganzen anderen Teile hier, das ist dieses, ich glaube, das nennt sich Kanonengrau auf Deutsch. Oder so nennt der Held das immer. Also so dunkelgrau glänzend. Und ich war kurz davor, diese Pins einfach durch graue oder schwarze Pins zu ersetzen. Und ich habe dann gesagt, ey, wenn Moltking schon so eine exotische Farbe, also diese Dinger in dieser exotischen Farbe herstellt, dann sei es so. Also habe ich sie verwendet. Dann werden hier noch so, ich glaube, das sind Abgaskrümmer gebaut. Bei diesen Abgaskrümmern habe ich auch wieder überlegt, nehme ich schwarze, nehme ich rote Pins. Ich habe mich für rote Pins entschieden. Im dritten Teil, im dritten Bauvideo leuchte ich mit meiner Handykameralampe da rein und dann sieht man die roten Pins. Aber ansonsten nicht. Aber überall, wo man sonst rot sehen würde, habe ich sie natürlich ersetzt. Aber wie gesagt, hier drinne, hier in der Anleitung, da sieht man, dass das rot ist. Wenn ich jetzt hier auf das Set gucke, kommt da überhaupt kein Licht hin. Aber wenn man Licht reinleuchtet, dann sieht man es wieder. Aber wozu? Ja, das sollen wohl so Auspuffkrümmer sein. Ach so, diese Dinger hier, diese gebogenen, oh, was weiß ich, die muss man auch sich selber zusammenbauen. Die werden auch getrennt geliefert. Macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, wenn man, sage ich mal so, das hat sowas von Sachen aus dem Überraschungsei zusammenbauen. Ne? Das sind ja meistens zwei Komponenten, die man dann zusammendrücken muss. Und macht leise Klick und dann ist es zusammengebaut. Das erinnert unheimlich an Sachen aus dem Überraschungsei zusammenbauen. Also es hat mit dem, was man sich eigentlich vorstellt, nichts zu tun. Ja, hier wird auch Sachen gebaut. Da kann man auch die Originalteile benutzen, weil es farblich egal. Hier habe ich aber auch schwarze Pins benutzt, weil diese Hülsen haben ja diesen kleinen Schlitz. Und durch diesen Schlitz kann man wieder das Blau von dem Pin sehen. Aber hier, um die beiden zu verbinden, da habe ich eine rote Achse genommen, weil sieht man nicht. Gut, ja, das ist, was ich meinte. Das sind hier so Trans Black, aber wirklich nur ganz leicht getönt. Und die kommen hier auf die weißen Bricks drauf und die sieht man dann. Okay, muss ich so akzeptieren. Dann finde ich ganz schön, es wird nicht einfach der Motor da angedockt und gesagt, ja, ist halt der Motor, der das ganze Modell bewegt, sondern um den Motor wird noch so ein bisschen Verkleidung gebaut. Und das ist auch wieder so ein Punkt, das sind ja eigentlich Kotflügel, die Kotflügel werden mit blauen Pins befestigt und ich habe erst meine schwarzen Pins benutzt und dann lapperten die Dinger so bei der leichtesten Berührung, klappten die nach oben oder hingen runter und da man an der Stelle die blauen Pins wirklich nicht sieht, habe ich da doch die blauen Pins benutzt. Also, wenn der Grip ist erfordert, muss ich auf die blauen Pins zurückgreifen, weil meine schwarzen Pins keinen Grip haben. Ich habe neue bestellt bei Blue Bricks. Ich hoffe, dass die mehr Grip haben. Hier ist es nämlich auch so,
wir bauen jetzt hier Turbolader und dann kommen ein Technik-Brick, kommt auch ein Achspin. Und wenn man da meine schwarzen benutzt, meine schwarzen Achspins, dann dreht sich nachher dieses Ding. Und das will man nicht. Also, nachdem ich zu diesem Punkt gekommen bin, habe ich gesagt, alles klar, Kommando zurück, blauen Pin benutzen, weil man ihn eh nicht sieht. Und dieses Ding und dieses, also da kommt noch so Hülsen dran, das baut man zweimal, einmal links, einmal rechts und dann nochmal links und rechts. Und das, bin ich mir ziemlich sicher, das sollen die Turbolader sein. Weil hatten wir in der Abbildung auch gesehen, die sahen ja auch so ähnlich aus, war wahrscheinlich schwer, das nachzubilden. Und die kommen halt links und rechts jeweils dran, bringen auch so ihre eigenen Auspuffkrümmer mit. Also das kann, ergibt schon Sinn, dass das eben die Turbolader sind. Und wenn die ihren Job, wenn die Abgase da ihren Job gemacht haben, werden sie halt hier über diese olivfarbenen Abgaskrümmer rausgeschmissen. Was sehr nervig ist, wenn man die Dinger anbaut, man hüsert immer bei der Aktion, hüsert man, wie ihr seht, immer hier. Und ich habe ja gesagt, diese Slopes sind die, die an einer Noppe hängen. Mein Tipp, baut sie nicht an. Wenn sie angebaut werden sollen, legt sie euch zur Seite, baut das Set zu Ende, das ist wirklich hier, baut es bis zum Schluss und baut sie ganz am Ende wieder an. Weil immer wenn ihr hier mit diesen Krümmer, Auspuffkrümmern arbeitet, wenn ihr die auf diese Noppen drauf drücken müsst, ihr müsst auch von hinten gegendrücken, ihr floppt immer wieder diesen Slope ab. Also den Slope, ja. Und dann Strom und alles dreht sich und bewegt sich. Und wenn man den Umschalter betätigt, dreht es sich in die andere Richtung. Was für ein Wunder der Technik. Naja, und so sieht das Ergebnis aus. Gut, da sich das Handy nicht erholt hat, oh, es ist bei 8%, Halleluja. Soll ich mal riskieren, es anzumachen? Es ärgert mich so, das ist so unnötig gewesen, diese Aktion. Genau, hier nochmal ein schönes hochauflösendes Foto. Wie gesagt, diese gelben Dinger wollten die so. Silber, 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 Silber. Hier dieses Rot an den Turboladern. Nun ja, und hier die olivfarbenen Auspuffkrümmer. Und hier diese komische Nase. Okay, jetzt packe ich mal ein bisschen die Tastatur weg. Ich frage mich, also die Matte liegt eigentlich im richtigen Winkel. Nicht erschrecken. Ich versuche hier gerade mal perspektivisch korrekt die Kamera auszurichten. Sie ist immer noch nicht im Bild. Ich glaube, eigentlich ist diese Kamera ganz gut. Wir gucken mal. Also, das ist das Modell. Ihr guckt jetzt natürlich sehr von oben. Wir machen nachher noch die anderen Perspektiven. Ihr seht halt hier, das ist dieses, was ich Silber nenne, wo auch so Schlieren drinne sind. Und das hier ist dieser Slope, wo man diese dünne Platte in den Slope einsetzen muss. Autschen. Das sollen wohl Auspuffkrümmer sein. Hier vorne seht ihr, da wurden einfach die Auspuffkrümmer quasi, irgendwo muss das Set ja mal zu Ende sein, also kommen hier diese Fliesen drauf. Das ist diese Nase, die wir auch beim Original gesehen haben. Und das ist dieser gebogene, wo bei mir ein schwarzer Pin ist. Aber damit das dann hält, musste ich da hinten ein bisschen tricksen. Ich muss, ich drücke hier gerade die Füße um. Gut, dann gucken wir mal von der Seite. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen, ob ich uns ein bisschen Licht gönnen kann, ohne dass es. Ich wollte nicht ausschalten, ich wollte ein bisschen mehr Licht, ohne dass es gleich anfängt zu flackern. Ach, ja, doch. So ist eigentlich ganz gut zeigen. Dieses hier
haben wir auch beim Original gesehen, da war auch so eine Fläche. Das sollen halt, vermute ich, die Turbolader sein. Ich habe keine Ahnung, was dieses rote Ding sein soll. Was Sinn ergibt, ist halt, ne, hier kommen Abgase an, gehen hier in die Turbolader und gehen dann hier über die Auspuffkrümmer raus. Wilde Spekulation. Ihr seht, ich muss mal gucken, wo ich das Set anfassen kann. Ihr seht, wenn ich das Modell ein bisschen drehe, da seht ihr den goldenen, die goldenen Zylinder. Aber sonst, weil diese transparenten Sachen sind halt nicht durchsichtig transparent, sie sind halt matt transparent. Deswegen seht ihr auch nicht, also ihr müsst euch vorstellen, da seht ihr das so ein bisschen, da läuft irgendwo diese gelbe Achse, die irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt, weil sie eigentlich keine Pleuelwelle sein kann. Aber egal. Genau. Da drinne, ich habe es gerade gesehen, da drinne versteckt, seht ihr die Zahnräder, wo die Drehbewegung von der mittleren Kurbelwelle auf die beiden anderen Kurbelwellen übertragen wird. Und da seht ihr, dass die Achsen nur so zur Hälfte in den Pinholes drinne stecken. Gut, ja, hier seht ihr diese Rauchglas, also was ist das? Das ist doch nicht Trans Black, das ist Trans Gray. Und dahinter sind diese weißen Teile, wo ich mich frage, warum sind die weiß und nicht Light Bluish Gray? Das hier ist wieder Silber. So wie das Silber ist Silber, 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 Silber. Hier unten sind halt diese Füße mit diesen orangen Pins, wo ich gesagt habe, okay, ich akzeptiere die Entscheidung von Moldking. Aber eigentlich hätte ich auch schwarze Pins benutzen können, weil irgendwie, also wenn ich es jetzt so sehe, denke ich, was soll das? Es ist ja eben so, das Ding muss ja irgendwo hinzustellen sein. Also haben sie sich gesagt, machen wir da was unter. Von unten sieht man nicht viel. Ne? Da sieht man leider dann auch nicht mehr irgendwie Pleuel oder sonst irgendwas. Man sieht da einen Dreierpin unmotiviert. Habe ich mich schon gefragt, was der soll. Die Achse hier dient der Stabilisierung. Hier haben wir halt die Motorverkleidung. Also das finde ich ganz schön, weil wenn ich nochmal zum V8 gucke, das ist zu weit weg, da steckt der Motor einfach dran. Ne? Der ist da einfach angedockt und gut ist. Hier ist er halbwegs verkleidet. Auch schön mit diesen silbernen Kotflügeln. Die, wenn man richtig geschickt guckt, man sieht es kaum, dass da blaue Pins sind. Das sind halt diese gelben Räder mit dem Gummiriemen. Den Gummiriemen sieht man da, den schwarzen. Das ist dazu da, dass die Pleuelwelle sich bewegt. Ja, und von dieser Seite sieht das Modell halt genauso aus wie von der anderen Seite. Gut. Jetzt stellen wir das mal wieder ordentlich hin. Stellen wir uns ein bisschen weg. Akkublock. Motor. Strom. Und jetzt kommt, Moment, unangenehme Akustik. Ich warne euch schon mal. Es ist ein bisschen... Und was halt so schade ist, man sieht eigentlich nichts. Ihr seht jetzt hier, dass dieses tenfarbene Zahnrad sich rasend schnell dreht. Es drehen sich auch, diese gelben drehen sich auch relativ schnell. Aber man sieht sonst eigentlich nichts. Man sieht nicht die gelbe Achse. Na doch, wenn ich da reingucke, dann ist da die gelbe Achse. Dann, wenn ich das Ganze, vorsichtig, Motor geht vor. Hier passiert natürlich ein bisschen mehr. Also durch die Wiederholfrequenz der Kamera sieht das jetzt aus, als wenn sich der Ventilator ganz langsam dreht. Der dreht sich in Wirklichkeit rasend schnell. Links und rechts die Dinger drehen sich zu Dekozwecken mit. Da unten seht ihr Zahnräder sich mitdrehen. Ne? Also wie gesagt, da wo der Ventilator draufsteckt, das ist die Kurbelwelle vom V8. Und diese beiden Zahnräder, die ihr seht,
Das sind die Kurbelwellen von den beiden L4-Motoren. Aber ansonsten, da sieht man ein bisschen Action. Das ist alles, was man sieht. Ah, wenn ich so, da seht ihr die obere Reihe. Ne, ihr seht die obere Reihe, die untere Reihe. Genau. Dass da eine gelbe Achse ist, die sich dreht, kann man höchstens erahnen. Ah, da sieht man sie. Seht ihr da zwischen diesen schwarzen Ömmels? Dazwischen sieht man, dass eine gelbe Achse sich dreht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Nachteil bei diesem Set oder bei diesen Sets, kann man schon fast sagen, dass man im fertig gebauten Zustand eigentlich kaum noch was sieht. Da schließt man einen Motor an, damit sich alles dreht, und dann sieht man eigentlich so gut wie nichts mehr. Ich versuche jetzt mal, das wird jetzt herausfordernd, drückt mir die Daumen, dass es gut geht, dass ich hier nicht 1000 Kabel, weil ich will jetzt nochmal gucken, ob ich es schaffe bei der derzeitigen Verkabelung. Okay, ich sehe gerade, dass die Kabel von der Webcam, ich muss mal kurz, entschuldigen Sie mich kurz. Das Kabel vom Headset war hinter dem Kabel von der Webcam. Ich brauche nämlich jetzt ein bisschen Tanzbereich. Sie entschuldigen mich kurz. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Leider stehen hier noch zig andere Sachen rum. Wenn ihr wüsstet. So, und wenn ich jetzt den Arm ganz lang mache, dann... Oh, es geht, es geht, es geht, es geht. Es ist ein Traum. Da bin ich wieder. Ich muss nur wieder aufpassen, dass ich hier nicht... So. Weil ich selber das Set gar nicht mehr so richtig vor Augen habe, habe ich jetzt mal kurz den anderen, den V8 geholt. Dann können wir die mal... Das Problem ist, wir kriegen sie nicht beide gleichzeitig ins Bild. Aber wenn wir uns nochmal den V8 angucken hier, dann... Haben wir das, das erinnert ihr, ne? Der ist halt bescheiden wackelig. Er hat hier auch Trans, nicht, das ist genauso wenig Trans Clear, aber hier kann man irgendwie besser, weil die Fläche hier zugänglich ist. Und wir gucken uns nochmal an, und er hat natürlich den Charme dieses riesen Propellers. Ne? Aber er hat den Nachteil der Zahnräder. Ja, mit Ketten. Das ist halt, hier wurde halt, der V8 wurde ja künstlich aufgebläht. Es wurden ja die Zylinder weiter auseinander. Die Pleuelstangen wurden, glaube ich, auch verlängert. Also es wurde einfach, der ganze Motor wurde so ein bisschen voluminöser gemacht. So, und da hier keine Akkus drin sind, muss ich dem anderen seinen Akku klauen. Dem anderen seinen Akku. Nein, ich komme nicht aus dem Ruhrpott. So, und jetzt, wenn ich hier schon wieder die Kette höre und sehe, kriege ich schon wieder Bauchschmerzen. Und ich sag mal so, sehr viel, doch, hier kann man ein bisschen mehr sehen. Hier sehen wir die angedeutete Pleuel. Welle? Nicht, ich sag schon wieder Pleuelwelle. Habe ich eben auch wieder gesagt. Nockenwelle. Wir sehen die angedeutete Nockenwelle. Der Motor ist hier ja unter dem Modell versteckt, deswegen brauchen wir keine besondere Konstruktion. Aber wir sehen hier wenigstens das, was passiert. Wir sehen dafür zwar kaum noch... Moment, dieser Ventilator... Wenn diese Ventilatorblätter sich zu weit nach hinten, dann kommen... Das ganze Ding ist einfach...
Also dieses ganze Modell ist halt sehr lapperig, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber hier kann man wenigstens ein bisschen was sehen. Die Kolben im Zylinder, boah, kann man erahnen. Wie gesagt, es passiert dadurch mehr, dass hier eine Kette ist und hier ist ja diese große, wie ihr seht, glänzend silbrige Felge, damit sich hier auch noch was dreht. Und wie gesagt, hier vorne ruckelt und ruckelt es, weil Kette. Das ist halt jetzt die Frage. Ich mache mal Folgendes. Ich klappe, ich will mal ein bisschen mehr Blick drauf haben. Wir sehen ja, das Volumen ist ungefähr, also das Volumen vom W16 ist nicht viel mehr als das vom V8. Und das, wo beim W16 noch viel mehr drumherum Gedöns ist, weil ja, noch mehr drumherum Gedöns ist. Das kriegen sie dadurch hin, dass der W16 hier halt viel kompakter ist, was den eigentlichen Motor angeht. Ne? Es sind wirklich vier Kolben direkt nebeneinander. Ich sieht ja blöd aus hier mit dem. Warte mal, kann ich das so und wieder hochklappen? Ja, das geht so einigermaßen. Ich finde es nur so doof, wenn hier das Lichtding im Bild ist. Ja. Und weil hier halt der Motor sehr kompakt ist und dann viel drumherum gebaut ist, sieht man hier vom Motor hinterher so gut wie gar nichts mehr und von den Bewegungen sieht man so gut wie gar nichts mehr. Bei diesem Modell wurde der Motor künstlich aufgepustet, damit es größer wird. Die Abstände wurden vergrößert, wenig drumherum gebaut, wenig und dadurch sieht man halt auch hier was, aber ne, hier passiert gar nichts. Also ein bisschen, aber im Verhältnis hierzu. Könnt ihr selber euch überlegen, wie dramatisch ihr das. Oder wenn ihr jetzt sagt, wenn ihr euch überlegt, welches baue ich. Ich habe sie beide gebaut, ich habe meine Kritikpunkte vorgebracht. Spaß gemacht. Das Bauen hat Spaß gemacht. Bei beiden. Es ist nur das Ergebnis. Das Ergebnis ist etwas, wo ich sage, da kann ich die Motoren auch rausreißen und woanders einbauen. Weil diese Tatsache, dass sich da was dreht und bewegt, bei dem einen drehen sich, bewegen sich Sachen schön ruhig, quietscht ein bisschen, aber viel zu sehen gibt nicht. Und bei dem anderen, durch dieses Ketten und sonst was gedöst, ruckelt und wackelt alles. Und durch diesen selbstgebauten Ventilator, der komplett, ne, diese Dinger, wenn die nicht alle genau gleich ausgerichtet sind, ist das halt eine Unwucht. Dann läuft der total unrund, habt ihr ja gerade gesehen. Also wie gesagt, bauen macht Spaß. Ergebnis sieht toll aus, optisch, weil Silber, transparent und ähnliche Scherze. Wenn man nicht so nitpickerig ist und sagt, nee, 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 das ist ja gar kein echter W16, weil der hat ja zwei Kurbelwellen. Drei Kurbelwellen. Das ist ja der geschummelte, das ist ja der, den Lego. Ja gut, habt ihr ein Argument, aber das habe ich vorher auch nicht gewusst, dass das so ist. Und das mit diesen Teilen, die man sich selber zusammenbauen muss, nervt. Also mich nervt es. Mich nervt es, dass man mittlerweile, ja, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich erstmal ein 20er-Pack Überraschungseier zusammenbaut, um dann die Teile zu haben, die man braucht. Und das Interessante ist halt auch, dass diese Teile fast alle in der Tüte vom ersten Bauabschnitt waren, obwohl sie auch erst später zum Einsatz kamen. Das sieht halt sehr danach aus, als wenn nachträglich das geändert wurde, dass vielleicht nachträglich das nochmal neu konfektioniert wurde und man aus den Tüten
ja, es sind wie gesagt drei Bauabschnitte. Jeder Bauabschnitt hat ein, zwei, drei Tüten mit nochmal kleinen Tüten drin, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen die illegalen Teile, die nehmen wir jetzt raus und die Ersatzteile packen wir alle in den ersten Bau, also in die erste Bauabschnittstüte. Wilde Spekulation. Genauso wilde Spekulation, warum gibt es den großen V8-Motor im Moment nicht bei Moltking selber, sondern nur bei Drittanbietern. Wie gesagt, dieses V8 in groß, da, hier, Hinterkopf, aber im Moment habe ich ja quasi mir selber ein strenges Verbot auferlegt, neu zu kaufen. Vorher wird verkauft. So, jetzt will ich nur mal kurz gucken. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich, weil das Handy hat sich jetzt mittlerweile berappelt. Wollen wir noch mal ein bisschen Spaß haben hier, ne? Aber das, beim Spaß haben spielt das Handy nicht mit. Oh, ich habe nur einmal kurz Kabel ab, Kabel dran, kommt Akkustand niedrig. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay, nein, nein, nein. Didin, didin, didin. Es will nicht. Ich habe euch ja alles gezeigt. Ich hätte euch sonst mit dem Handy... Ich habe es ja... Also, falls ihr sagt, ihr fandet jetzt das mit dieser Kameraperspektive nicht gut, Teil 3 von meinen Bau-Videos, waren glaube ich 3, ja, für jeden Bauabschnitt ein. Im dritten Video habe ich hinterher auch nochmal mit der Kamera, ne, dies, das, gezeigt. Und da hat man sogar die roten Achsen in den Krümmern gesehen, weil ich mit der Handytaschenlampe da so reingeleuchtet habe. Okay, das Handy zerreißt es hier gleich, habe ich das Gefühl. Egal, das soll euch jetzt nicht behelligen. Ich sabbel ihr schon viel zu viel Blüten. Also, ich kann einen kleinen Ausblick bieten. Das wird das nächste Projekt. Ihr seht in einer Kinderschrift, das ist nicht meine, Kylo Ren Shuttle. Das heißt, es kommt als nächstes ein Unbuild, also wir bauen etwas auseinander. Nämlich das, was wir aus Kylo Ren Shuttle gebaut haben. Daraus haben wir was anderes gebaut, deswegen sind Teile übrig. Das Gebaute wird auseinandergebaut und dann wird wieder Kylo Ren Shuttle daraus gebaut. Ich freue mich mal wieder was mit Noppen zu machen. Gut, hier waren auch ein paar, seht ihr ja, ein paar Noppenkomponenten waren dabei. Aber mal wieder so richtig, wobei ich sehe da auch Technikkomponenten, weil das in Leben, also überwiegend Noppen und ein bisschen Technik innen drin. Falls ihr jetzt kommentieren wollt, dein Ton ist asynchron, ich sehe mich hier selber und habe das Gefühl, es ist asynchron, ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Ich muss hier noch feilen. Wie gesagt, das ist ein neu eingerichteter Rechner. Ich muss da noch unheimlich viel Feinschliff machen. Aber ich hoffe, es wird irgendwann wieder ein fehlerloses Erlebnis werden. Und dann auch wieder mit Handykamera von oben. Muss ich haben zum Bauen. Sonst, das ist mein Style, meine Art, Videos zu machen. Gut. Achso, ich habe eine Sache gar nicht gezeigt. Habe ich im Teil 1 gezeigt. Karton. Karton von Moltking. Schwarz. Ne? So, nichts Dramatisches. Voll. Wie es sich bei Moltking gehört, ist der Karton ziemlich voll. Ich weiß gar nicht, wieso ich den mit Karton habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Gut, jetzt habe ich aber wirklich genug gequatscht und hier geht es dann irgendwann weiter, hoffentlich mit funktionierender von oben Kamera. Macht's gut. Tschüss.